Guten Tag, Mahlzeit und hallo liebe Leute, hier ist der Silencer, ich begrüße euch zu Wie überlebe ich die erste Nacht? Und ja, ich habe auf jeden Fall die Alpha schon ein paar Mal gespielt und ich habe ein paar Probleme damit, aber gut, das soll jetzt hier ja nicht interessieren. Wir werden jetzt direkt, oder ich zeige euch jetzt, wie ihr am schnellsten und am besten jetzt in der ersten Nacht oder am ersten Tag überlebt und wie ihr das am optimalsten vorbereitet, direkt vielleicht zu looten und Sachen dann zu bekommen. Ich weiß nicht genau, wo ich joine, das ist dann auch immer ein bisschen unterschiedlich und ist, dementsprechend müssen wir uns gleich dann einstellen. Wenn ihr Bock habt, liked mich, abonniert mich, wenn ihr Bock habt, kommt bei Facebook vorbei und gut, wir gehen jetzt mal direkt rein und wir schauen, was uns da so erlebt. Okay, wir sind jetzt hier im halben kleinen Wald, sag ich mal, und mein Sound ist mega zu laut, aber ist egal. So, wir gehen jetzt zuerst mal auf dieses Bäumchen und fällen unseren Baum mit der Bruce Lee Gedächtnisfaust und werden uns jetzt direkt auch was aus diesem Holz herausstellen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die Zombies sind. Seht ihr da? Jupp. Da müsst ihr nämlich darauf achten, dass die Zombies auch... Moment. So, wir machen aus dem Holzstamm machen wir Woodplanks. Aus den Woodplanks machen wir solche Plivet. Die halbiere ich nochmal, mache daraus Sticks. Die Sticks brauchen wir später auch noch für die, immer so. So, jetzt haben wir schon mal einen Sharpen Stick. Also, wir nehmen die Sticks, packen die nochmal in die Mitte und dann haben wir einen gesharpten Stick. Der ist extrem stark. Ich zeige euch das mal kurz an den Zombies. Und bei 3 Hits ist er weg. Also im Endeffekt wie ja eine Axt, die kriegt das schon hin mit 2 Schlägen, wenn man gut schlägt. So, ich zeige euch mal eben kurz, wo wir sind, weil wir müssen nämlich auch ein bisschen reinhauen. Ich bin jetzt ganz links. Das ist eigentlich ein bisschen scheiße, weil jetzt am besten lootet man halt hier vorne. Da sind dann irgendwelche Autos und sowas und gut. Apropos Auto, da vorne ist ein Auto. Ihr müsst wirklich, erster Tag müsst ihr richtig reinhauen. Ihr müsst richtig laufen, ihr müsst schauen, wo was gibt. Hier alles mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall Scrap Metal. Wir nehmen das einfach mal erstmal alles mit. Wir brauchen auf jeden Fall Scrap Metal ganz viel. Die Zombies haben auch manchmal Scrap Metal dabei, aber ihr seht, ich kümmere mich gar nicht um die Zombies, weil die Zombies sind mir jetzt erstmal egal, weil die sind... So, hier eine Shotgun, das ist schon mal nicht schlecht. Wir nehmen schon mal die Shotgun und die Shotgun Shells müsst ihr auch immer mit im Gürtel tragen. Wir brauchen später auch noch einen Schlafsack, damit wir einen mobilen Spawn erstellen können. Vielleicht kennt ihr ja schon ein paar Mechaniken aus dem Lied. Aus dem Lied? Aus dem Spiel! Was habe ich denn hier für Wirsche? Für Wirsche Ideen? Ja, komm. Also, zum Beispiel diese Radkappen, die sind dazu gut, dass wir, und der Luftfilter, dass wir Minen da mal machen. Also, wir haben hier auf jeden Fall 3 verschiedene Möglichkeiten, Minen zu machen. Es gibt nichts im Spiel, außer, dass wir Minen machen. So, wir holzen mal eben kurz. Komm. Tu es, mach's kaputt. Es dauert mir zu lange. Da sind meine Fäuste doch ein bisschen stärker. Aber gegen die Zombies sind die jetzt nicht ganz so toll. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz noch. Das ist sehr gut. Wir haben extrem viel Holz gefunden. Ihr müsst auch, wenn ihr den Baum abfällt, so wie ich jetzt das gerade gemacht habe, müsst ihr ein bisschen nach hinten gehen, weil die Blätter sind die Blätter des Todes. Sie werden euch zerstören, wenn sie herunterfallen. Okay, wir haben da ein Haus, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh, ich wollte eigentlich hier vorne hin. Ich glaube, ich werde mich auch gleich dahin machen. Ich bin an einer extrem beschissenen Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das Gas kann man schon mal nehmen, das ist schon mal gut. Ihr seht, hier bei den Häusern spawnen auf jeden Fall immer extrem viele Zombies. Ich glaube, da unten ist... Oh, okay. Hier, hier haben wir so ein paar Sachen. Ah, Wasser ist auch... Ihr braucht auf jeden Fall für die erste Nacht braucht ihr ordentlich Wasser. Ihr braucht... das Magazin nehme ich mir jetzt noch nicht mit. Ihr braucht Wasser, ihr braucht Essen auf jeden Fall. Haben wir hier oben ein paar Zombies? Nein. Also hier, den Kühlschrank könnte man auch übrigens mitnehmen. Ich nehme das einfach mal alles mit. Ich brauche Scrap Metal. Scrap Metal ist es. Und Essen natürlich. Ihr braucht auf jeden Fall Essen, weil wenn ihr... Cooking Pot nehme ich auch erstmal einmal mit. Wenn ihr kein Essen habt, dann verliert ihr Energie. Und das ist scheiße. Hier in dem Safe sind eigentlich immer Waffen. Und ihr seht, oh, geile Waffen. Aber es bringt mir persönlich jetzt eigentlich nicht so viel. Ihr könnt übrigens mit der Shotgun extrem gut auch hier looten und minen und so. Hier ist, glaube ich, noch was drin, ja.
Taschenlampe ist mir jetzt. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. So, wir gehen jetzt hier oben links hin. Das ist ein bisschen Large-Arbeit. Sind wir auch hier meistens hier hoch. Wenn ihr am Rennen seid, über Shift rennt man. Dann verliert ihr Energie. Links seht ihr das in dem blauen Balken. Und wenn die dann leer ist, könnt ihr die mit dem Wasser und dem Trinken könnt ihr das auffüllen. Wasser kann man an Flussstellen oder an Wasserstellen kann man das auffüllen, aber ihr findet halt genug Wasser. Weniger, was ihr so viel findet, ist halt Essen. Essen ist wirklich essentiell, dass ihr das auch relativ früh anbaut. Irgendwie der Rhino Crunch, der einer der ersten war, der das spielen durfte von den Entwicklern, hat gesagt, dass die Potatoes, also die Kartoffeln, sehr, sehr viel Essen wieder zurückbringen. Ich selber habe noch keine Potatoes gegessen. Ich muss ein bisschen mehr nach links. Und ihr seht, es ist jetzt eigentlich hier vergeudene Zeit. Wir haben schon 11.42 Uhr. 50 und um 9 Uhr, also um 21.15 Uhr, hier seht ihr das, meine Energie, zack, es füllt sich wieder auf, das ist sehr, sehr cool gemacht. Um 21.15 Uhr geht es hier schon voll ab mit den Zombies in der Nacht und ihr habt keine Chance, ihr habt da keine Chance dagegen. Deswegen, mein Ziel ist jetzt, Metal, also Scrap Metal zu finden, mir eine Axt oder zwei Äxte zu machen, das ist das Wichtigste und dann schon mal in der Nacht zu minen. Also währenddessen hier so viel Terz ist. Jetzt bin ich hier rüber gelaufen. Jetzt bin ich einfach hier rüber gelaufen. Oh, guck mal, da. Oh, warte mal, Moment. Sehr schön. Fleisch ist natürlich auch extrem gut. Komm. Na, er ist halt Alpha. Komm, gib mir. Jetzt habe ich... Jetzt komm, gib mir dein Fleisch! Boah, so viel Fleisch. Auf einmal. Hier war doch noch ein Schweinchen. Komm her, du Pork! Gibt's denn sowas? So. Es tut mir leid, aber ich muss leider der Jäger und Gejagte sein hier. Ich werde von den Zombies gejagt, die auf einmal nehmen einen Spawn. Da müsst ihr auch mega drauf achten, ja. Zombies spawnen einfach vor allem. Das ist noch vom Spiel her so gemacht. Wenn ihr stehen bleibt und lootet oder stehen bleibt und irgendwas craftet, ihr müsst darauf achten, dass Zombies auf einmal neben euch stehen. Ich schätze, ihr habt so eine Zeit zwischen 10 und 20 Sekunden. Oh. Bis auf einmal die ersten Zombies kommen. So, und jetzt haben wir hier... Ihr seht natürlich, die ersten Zombies hier, die mega den Hass auf mich haben. Und diese Buildings hier sind eigentlich ziemlich gut. Das brauche ich. Und die Zombies machen halt einfach, sie machen einfach die Häuser immer kaputt. Scrap Metal, das brauchen wir. Oh. Ja. Oh. Und das. Wow. Okay, sie kommen natürlich bei sich Kontakt. Ich brauche Scrap Metal, gib mir Scrap Metal, sehr schön. Ihr braucht drei Scrap Metal, um einen Eisenbarren herzustellen. Und drei beziehungsweise vier Eisenbarren, um, also hier war ich ehrlich gesagt noch nicht. Was ist das, wenn ich das kaputt mache hier? Gucken wir mal. Komm. Aber es ist nur ein Scrap Metal. Nein, zwei. Sehr schön. Machen wir das hier mal kaputt. Komm. Weiter. Warum Scrap Metal? Komm. Ich brauche Scrap Metal. Wir haben halt jetzt schon mittags. Das heißt, ich kann gleich, wenn ich Metall finde und mir meine erste Spitzhacke mache. Komm. Dann kann ich mir Gedanken machen, um vielleicht noch zu trinken, weil trinken hatte ich jetzt nicht so viel. Oh, da kommen so die ersten Zombies. Oh. Aber sie werden... Seht euch... Ja, sie sind dem Reh hinter. Ja. Ich glaube... Genug. Boah, wie viele Zombies sie sind. Schon krass. Oh. Noch essen, okay. Trinken wäre jetzt eigentlich auch mal nicht schlecht. Gehen wir mal hier hinten rum. Das Schöne ist, wenn sie den Sichtkontakt verlieren,
sind sie ein wenig... hier liegt einfach Scrap Metal rum. Sind sie ein wenig passiver? Das muss man so sagen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Painkillers ist gar nicht mehr so schlecht. Nehmen wir alles. Das ist schön, dass es hier alles so aufgesteckt ist. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, Leute, sehr schön. Papier brauchen wir jetzt noch nicht. Das braucht man für, was ist denn hier los? Guckt mal, die haben sich schon alles kaputt gemacht, die Penner. Ist hier irgendwo ein Zombie? Oh, ich brauche Essen auf jeden Fall. Gibt mir noch Essen oder einen Schlafsack. Schlafsack brauche ich auch unbedingt. Hier oben ist vielleicht noch Trinken drin. Ja, Trinken. Trinken brauche ich auch auf jeden Fall. Trinken hier. Sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir richtig... Also ich kann euch die Stelle hier nur empfehlen. So, ich werde jetzt... Gehen wir nochmal hier rein. Ja, gut. Ich weiß, ihr sagt, oh, warum nimmt er die nicht mit? Ich habe davon eine. Die Waffen sind noch nicht so wichtig, wenn man hier nicht direkt so PvP macht. Was haben wir hier noch drin? Das habe ich alles schon gelootet. Hier haben wir noch Wasser. Ich brauche nämlich schon langsam ein bisschen was zu essen. Oh, hier oben. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber, ne, man versucht sich immer nach oben hin abzusafen. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so sinnvoll, sich nach oben hin abzusafen. Macht ruhig. Also ich finde das hier... Oh, was war das? Habe ich mich jetzt erschreckt? Ich dachte, ich wäre jetzt irgendwie, weil von VZ wäre das jetzt ein Spieler gewesen oder so. Ach, du Scheiße. Ah, guck mal, die jagen da das Teil. So, wir werden jetzt Scrap Metal ein bisschen benutzen. Wir haben ja genug. So, Iron Ingot. Und wir machen so viele wie möglich. 6 Stück haben wir jetzt nur, sag ich jetzt mal. Jetzt nehmen wir Pickaxe, Stick, zack, zack, zack. Und Iron Ingot. Wir brauchen 4 Iron Ingots. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Scrap Metal, weil ich brauche mindestens 2 Pickaxe, damit ich die Nacht überstehe. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal rein und gucken. Ah, das ist ja alles Holz, okay. Komm, komm, komm. Hier sind doch nochmal hier. Wunderbar, nehmen wir alles auf. Nehmen wir alles auf. Alles aufnehmen, sehr schön. Ja, nehmen wir auch. Der stackt das ja Gott sei Dank automatisch. Und nee, das brauchen wir nicht. Hallo? Irgendwelche Zombies hier? Ja, das geht mir ein bisschen auf den Keks. Ich brauche auch neue Shotgun-Shells gleich. Tick, 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 tick. Geht das denn besser da oben? Nein, das sind die gleichen. Aber die sind lustig, die habe ich noch nicht gesehen. Collect Scrap Metal. War ich hier schon? Ah, das kann ich nicht gebrauchen. Leider kann ich die Radkappen und so nicht in Scrap Metal umwandeln. Das ist ein bisschen schade. Komm, weiter, weiter, weiter. Aber diese Häuser hier sind echt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir müssen auf die Zeit achten. 16:30. Nehmen wir... Also hier, diese Kisten sind echt geil. Das Doofe ist nur, ich habe es selber noch nicht 100% kontrolliert, aber wenn ich das hier gelootet habe, ist das für den Server aber auch dann weg. Das ist... So, jetzt habe ich, glaube ich... Nee, ich habe noch nicht genug Scrap Metal. Ich habe noch nicht genug Scrap Metal. Habe ich hier noch Shotgun Shells? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. So, hallo? Ich habe meine Shotgun Shells... Wo habe ich sie hingetan? Oh nein! Oh nein, wo habe ich die Shotgun Shells hingetan? Ah! Meine Shotgun Shells! Da! Oh. So, brauchen noch Scrap Metal. Das war nicht die beste Alternative hier. Eigentlich sind am besten die, metallischen Zäune. Komm. Komm. Ja, nee, ist klar. Und tschüss. Und das ist aber auch nicht, das ist auch nicht schlecht hier. Gucken wir mal. Zack. Scrap Metal. Scrap Metal, Scrap Metal. Mich würde interessieren, wie schnell sie durch die Türen durchkommen. Okay, sie hauen. Okay, sie hauen das schon ordentlich drauf. Mein Ziel ist ja hier irgendwo durchzukommen.
Ich finde diese Stadt nämlich gar nicht mal so schlecht, aber hier hinten looten oder spawnen sie halt nicht so oft und nicht so viel. So. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch ein Häuschen. Aber ich glaube, wir können jetzt nochmal... Boah, wir haben so viel Scrap Metal, das ist sehr schön. Iron Ingots. Wann kann ich nur einbauen? Was soll das? So, oder? Iron Ingot. Wunderbar. Dann Pickaxe, bitte. Ziehen wir hier nochmal zurück. Pickaxe! So, jetzt haben wir zwei Pickaxe. Das ist schon mal schön. Jetzt graben wir uns schon mal unseren ersten Weg, weil wir haben jetzt 18 Uhr. In 3 Stunden geht's ab. Ich überlege gerade noch, ob wir vielleicht nochmal zurückgehen. Ich weiß es nicht. Machen wir mal so erstmal. So. Dirt brauchen wir übrigens später für Pflanzen. Ah, ich brauche, ja klar, ich brauche noch Fackeln. Torches. Torch. Stick und Close Fragments. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele wir da raus haben. Nee, so viel will ich jetzt auch nicht. Ah, komm, ist egal. 32 sind schon nicht so viel. Fackel! Pack die Fackel ein, du Horst! Mach erstmal hier eine, dass ich das auch wiederfinde. So. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Aber nur, dass ich das aus der Weite her sehe. Mit Dreck baue ich meine Turm! Denn der dreckige Turm, er wird so gut sein. So, die Pickaxe. Wo haben wir die Pickaxe? Da. Die Pickaxe ist übrigens... Ah, es ist immer noch hier Erde. Okay. Die Pickaxe ist... dazu ist was zu sagen. Und zwar... wenn ich nicht mehr ausreichend Energie habe oder sogar sehr wenig Energie habe... Komm. Dann habe ich das Problem... dass er halt nicht mehr, dass er 3, 4, 5 Schläge sogar braucht für die Steine. Und deswegen rate ich euch an, immer ein bisschen Wasser dabei zu haben. Und jetzt geht's nämlich ab. Zack. So. Noch ein bisschen. Ah, jetzt kommen die Stimmen. Blablabla. So, jetzt nehmen wir hier eine Fackel. Packen die uns da oben hin irgendwo. Zack. So, und jetzt. Ich gehe davon aus, wir haben jetzt 19.22 Uhr, so viel kann ich nicht mehr looten. Wenn ich hier wiederkomme, haben wir dann 8 oder so. Ich habe eigentlich alles, ja, dann gehe ich davon aus, dass es das jetzt gewesen ist. Ich mache so und ich mache so und mein Dreck hält nicht. So, so, wunderbar. Ich verschließe das aber noch mehr, weil die Zombies, sie graben, liebe Leute, sie sind fähig zu graben. Wir brauchen einfach für unsere erste Festung brauchen wir einfach mega viel Stein. Wir brauchen einfach sowas von viel Stein. Und auch wenn wir Beton bauen wollen, wir brauchen Stein. Da sind die Holzköpfe der Nation, sind dann nicht gefragt. Wir brauchen die Steine. Steinköpfe brauchen wir. So, jetzt nehme ich auch mir mal schon mal den Stein. Und kloppt mir natürlich... Also warte mal, wir machen noch eine Fackel. Machen wir nochmal hier vorne hin, da. So. Die nehme ich jetzt auf, weil die Fackeln sind... Ah, was heißt, sie sind kostbar, aber kostbar jetzt nicht, ich habe ja genug. So. Stein. Falls die Zombies doch darauf die Idee haben, dass sie zu mir hinbuddeln wollen. Aber ich bin jetzt auch etwas weiter außen vor. Ich habe immer so unter die Häuser und Wohnhäuser habe ich gemint. Das Problem ist, die spawnen ja auch immer da und die kriegen das irgendwie immer mit, auch wenn du auf einem Haus drauf bist und du bewegst dich nicht. Du bist auf dem Dachboden und du bewegst dich einfach nicht. Sie kriegen es mit, dass du da bist und dann kloppen sie die Häuser kaputt und. Deswegen sucht euch irgendeine Stelle, wenn ihr ein Vor oder so macht, wo ihr außerhalb seid. Ich weiß jetzt noch nichts darüber, ob die Zombies dann, wenn da irgendwas gebaut ist, was mehrere Klötze irgendwie nebeneinander ist, ob sie dann da irgendwie spawnen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Warum ich das jetzt mache, ist, wenn ich jetzt hier eine Fackel hinbaue, dann ist es nämlich so, dass wenn ich dann jetzt hier nämlich haue, dass die Fackel als erstes kaputt geht. Quasi dadurch, dass er dann immer so schlägt. Dann geht sie kaputt. Deswegen nehme ich dann immer hier einmal ein so Loch. Dann haben wir immer noch genug Licht. Ich mache natürlich auch Fackel nach oben. Und gleich geht's ab.
Es ist jetzt aber gerade noch ruhig. Jedes Mal, wenn ich unter Häuser oder irgendwelche Hallen gemint habe, war es immer so, dass jetzt schon es ist mega abging, dass die Zombies einfach über mir waren und schon gesagt haben, ey, der ist da am Buddeln, ich will auch buddeln. So, wir haben jetzt, wenn wir am Minen sind, haben wir, wir können hier Eisen finden. Also Eisenerz. Wir brauchen jetzt hier, im Gegensatz zu Minecraft, brauchen wir jetzt keinen Ofen oder so. Vielleicht ändern sie das noch, ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich ganz nett bei Minecraft, dass ich einen ersten Ofen bauen muss und dass ich dann zum Ofen hingehen muss. Ich finde es aber auch hier ganz nett, dass man es einfach herstellen kann. Ne? Ich kann aus Eisenerz direkt einen Eisenbarren machen. Pass auf. Oh, ich mache mir da mal eine Fackel hin. Da. Und hier haben wir jetzt Kohle. Kohle ist gut, ja, für diverse Dinge, aber auch für Schießpulver. Und jetzt geht's oben ab. Jetzt hörte sie vielleicht. Und ich hab dann immer voll die Paras. Ich hab immer mega die Paras. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier hinkommen. Oh, nochmal Kohle? Na, das brauchen wir nicht. Und, also Fackeln. Ich habe es schon erlebt, ich war auf einem Dach. Könnt ihr mal meine anderen Videos sehen, ich war auf einem Dach. Es war dunkel auf dem Dach und auf einmal ist ein Zombie vor mir gespawnt. Das könnte noch so von der Spielmechanik sein, dass die Zombies nachts in dunklen Stellen spawnen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei Minen ist. Mir ist noch kein Zombie auf einmal bei Minen entgegengetreten. Aber man, es ist ja immer das erste Mal. Ne? Hier haben wir Eisen. Beim Eisen ist es manchmal so, dass wenn ihr das abbaut, dass auf einmal der Klotz verschwindet. Weiß es nicht, woran das liegt. Vielleicht will das Eisen in die Freiheit. Oh, hier haben wir nochmal Eisen. Sehr schön. Man kann jetzt nicht sagen, so wie bei Minecraft, ab einer gewissen Tiefe gibt es mehr Erz. Ist mir jetzt subjektiv noch nicht aufgefallen. So, jetzt, genau. Jetzt haben wir nämlich den Fall, wo ist der Eisenklotz? Können wir mal gucken, ob er vielleicht da drunter ist. Aber da so rüber. Da, drüben ist er. So. Das war sogar kein Eisen, das war Stahl. Es gibt Kupfer, es gibt Stahl und es gibt Eisen. Okay. Ich werde jetzt gerade paranoid. Ich werde paranoid. Oh mein Gott, ich werde paranoid. So. ich kann gar nicht. Boah, ich hasse diese scheiß Zombies hier. Die sind so am Fauchen und am Grunzen. Und ich jedes Mal denke, sie werden hier direkt neben der nächsten Wand und sie würden mich jetzt kriegen. Oh mein Gott. Und dann passiert doch nichts. Und selbst wenn sie da sind, man kann sie schnell fertig machen. Zwar nachts sind sie schneller und aggressiver, trotzdem, hält man 2-3 Schläge aus, aber wenn mehrere kommen, 2-3 Zombies nachts, ist schon vorbei. Sie hauen einfach so auf dich drauf. Sie sind einfach schneller. Ihr könnt das aufhalten, indem ihr Fackeln halt aufstellt. Durch Fackeln werden sie langsamer. Apropos Fackeln, machen wir mal da nochmal eine hin. Durch Fackeln werden sie halt langsamer. Ja, und jetzt, genau das, ne? Habt ihr gesehen? Bitte nochmal da eine hin. Und dann mache ich halt so. Danke. So, jetzt fange ich an halt in Zweierreihen zu minen. Das ist jetzt dieses Phosphornitrat oder so. Das brauchen wir, um TNT herzustellen. Und glaube ich auch, um Schießpulver herzustellen. Jetzt seht ihr vielleicht, ich habe hier alles voll. Ich werde mal eben kurz was machen. Moment, Essen. Wir brauchen Essen. Yeah. Rebchen. Yeah! So ist das, wie ein richtiger Mann am Essen ist. Beiß in das rohe Fleisch rein. Sehr schön. So, jetzt haben wir trotzdem noch nicht genug Platz hier im Inventar. Jetzt werde ich euch was zeigen. Und zwar, wie wir einen Storage Chase herstellen. Und zwar, den machen wir so. Tada! Geil, oder? Jetzt machen wir mal die Fackeln, packen wir mal nach da. Bottle Water mache ich auch mal nach da. So, Storage Chest. Dirt.
Und dann packen wir... Tada! Oh mein Gott! So, da packen wir jetzt schon mal... Stretches? Schon mal unser Zeug rein. Das wir jetzt erstmal jetzt gerade nicht brauchen. Das könnte ich jetzt schon alles umwandeln, mache ich aber alles später. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Flashlight. Alles, was wir jetzt erstmal so nicht brauchen, packe ich da rein. Ich kann halt... Ich mache gleich noch einen. Hier sind über Spinnweben, sind immer Spinnweben da drin. Warum auch immer. Die halten auch die Zombies auf. Das könnt ihr so als Falle aufstellen. Ist ganz nett eigentlich. Und Stone natürlich brauchen. So. Ich werde aber vielleicht jetzt noch einen hier hinbauen. Und ich mache das hier schön. Ja! Ja! Hallo? Hört auf mit so einem Scheiß da oben. Deswegen, Storage Chest wird nicht aufgelistet hier rechts. Seht ihr? Wird nicht aufgelistet. Ist halt ein kleiner Trick. Tada! Und da packen wir jetzt nochmal. Das packen wir da rein. Painkillers. Übrigens, wenn ihr sterbt, bleibt alles, was in eurem Inventar ist, drin. Bleibt. Alles, was ihr im Gürtel habt, fällt weg. Ja, deswegen packt nicht alles immer in den Gürtel rein. Was packe ich noch da rein? Ich hier noch ein paar Waffen. Sharpen Stick. Da können wir später. Plivet packe ich da rein. Und natürlich ein bisschen trinken noch, weil das Trinken ist hier so viel. Ich habe einfach so viel trinken. Keiner hat Zeit, so viel trinken zu trinken. Iron Good. Okay, so. Und es geht weiter. Ihr seht, meine Axt ist jetzt schon fast kaputt. Das ist sehr schade. Ich liebe meine Axt. Ich habe sie Helga genannt. Helga! Und... Ja, wir sehen oben links 1 Uhr noch was. Wir haben noch etwas Zeit. Wenn es Tag ist, werde ich mich wieder rausbuddeln. Werde ich noch ein bisschen looten gehen. Da gibt es ja einiges an Trinken, Essen und sowas. Ich muss aber versuchen, Kartoffelsamen zu finden. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, das habe ich noch nicht rausgefunden, ob auch Kartoffeln unter der Erde anbauen. Oder ob sie wirklich vom Spiel her, ob sie Sonne brauchen. Also Tageslicht. Ob das Spiel jetzt schon so schlau ist, das so zu programmieren. Ich weiß es nicht. Eisen. Eisen, gib mir. Oh. Also ich habe fast keine Energie mehr. Ich muss ein bisschen was trinken. Ihr könnt euch auch einfach hinstellen, ein bisschen warten. Sowas habe ich noch nicht erzählt. Es wird auch ein kleines Tutorial dazu geben, wie man das Werkzeug herstellt. Ja. Wie ihr da die Sachen anbauen müsst, beziehungsweise im Crafting-Menü, wie die Struktur da ist. Das ist ja Gott sei Dank vom Spiel her etwas mit Hilfestellung versehen. Aber bevor ihr diese Sachen nicht das erste Mal, wirklich das erste Mal gemacht habt, zeigt es euch nur die Struktur an. Und ihr müsst ein bisschen raten. Ist ganz nett, aber ihr habt in diesem Spiel keine Zeit. Ihr habt ja gesehen. Ich habe mich nicht mal hingestellt, habe gesagt, ach komm, wir gehen mal da und da hin. Ich war wirklich super unter Feuer hier. Ja, zu zweit übrigens lässt sich das Ganze etwas besser machen. Ich habe jetzt auch gleich genügend Eisen, um mir hier unter der Erde eine Spitzaxt zu machen. Boah! Wenn die Spitzaxt kaputt geht, hört es sich einfach an nach einer Mischung aus einem explodierenden Auto, einem zusammenfallenden Haus und einem Gummibärchen, was auf Toilette ist. Oh. Okay, ich glaube, okay, da haben wir jetzt. Wenn ihr weiter nach unten grabt, ich bin natürlich so in so einer Treppenfunktion hier. Ich werde vielleicht noch aus meinem Holz, was ich habe, werde ich noch eine Leiter machen und dann ein Loch ganz nach unten graben. Das ist zwischendurch ist das ganz nett, weil wenn ihr ganz unten geht, hat man unten einen Boden, wo ihr nicht mehr weiterkommt. Das Schöne ist, dass ihr nicht so wie in Minecraft hier Lava habt oder so, deswegen euch kann hier nichts passieren. Vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Wer weiß, vielleicht gibt es auch Höhlen oder sowas. Es ist ja so viel Potenzial wie halt auch in Minecraft. Aber ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, mehr Hardcore. Es ist richtig Hardcore-freakig hier. Und irgendwie geht mein Essen gar nicht runter. Ich hab das Fleisch, das blutige Fleisch gibt mir so viel Kraft. Ich bin in einem Blutrausch. Ja. Ich habe nur gerade nicht mehr so viel Energie.
Ich geh mal hier hoch, Moment. Du nährst mich hier. So, um halt nachher wirklich eine Festung zu bauen, ihr braucht mir einfach mega so viel Steine. Und ihr seht auch, das ganze Crafted meint einfach viel langsamer. Hallo? Oh. Es meint einfach total langsamer. Also ich bin hier viel langsamer an Kaputtern. Also 3 bzw. 2 Schläge für Lead Ore, Iron Ore. Na gut. Ich habe nur 2 Eisen gefunden. So, und jetzt seht direkt 10 Eisenbarren. Mega, mega geil. Lead Ore. Kommt noch nichts. Ich habe mal mein... Okay. Seht ihr das? Hier ist was runtergefallen. Wow. Seht ihr das? Der Glitch? Ah, okay. Wow, das ist jetzt so scary. Okay, also die stehen mehrere Meter über mir und kloppen und graben und so. Und das ist einfach ein Glitch, dass hier die Erde so runterkommt. Sie sind aber noch lange nicht hier in meiner Position. Aber ich muss mal dann trotzdem gucken, ob ich nicht alles noch etwas weiter nach unten mache. Ah! Oh Gott. Okay, ich brauche scharfen Sticks, brauche ich nicht. Wo sind meine normalen Sticks? Habe ich gar keinen. Ach, die habe ich ja alle für die. Für das Dings. Zeige euch das mal noch. Coal. Kriegt ihr Lump of Coal. Geil. So. Kriegt ihr nichts. Okay, Lump of Coal gehen wir mal hier hin. So. Ich nehme mir noch ein bisschen Pine Wood. Dann nehme ich so. Wood Planks. Plivet. Plivet habe ich ja, glaube ich, noch, ne? Ja. Ich glaube schon. So, und Sticks. 600 Feet Sticks. Daraus können wir übrigens dann auch die Leiter machen. Ja. So, jetzt können wir zum Beispiel eine Fire Axe machen. Fire Axe brauche ich für später, aber ich werde mir noch eine Spitzhacke machen. Zack. Und das Schöne ist halt, ihr könnt das rechts anvisieren, also draufklicken und dann baut ihr euch das direkt dann zusammen, wenn ihr das schon mal selber gemacht habt. Ich hatte mal meine Config etwas verändert. Da konnte ich aus Lead Ore konnte ich halt Stahl machen. Es gibt eh schon sehr viele Config-Mods, wo man Kühlschränke herstellen kann und so. Das ist sehr, sehr cool. Ist alles sehr umfangreich. Ich finde es sogar etwas umfangreicher als bei Minecraft, weil einfach dieses Mikromanagement so mega krass ist. Stone packe ich einfach mal hier noch rein. Dirt, Coal Ore. Packe ich einfach hier alles rein. Okay. Alter, ihr da oben, ne? Ihr geht mir voll auf den Keks. Geh jetzt mal weiter. Hier haben wir Kohle wieder. Aber Kohle, ich glaube, man kann auch eine Kohlenfackel machen, was sie für einen Vorteil hat. Ich glaube, sie scheint dann einfach vielleicht länger und mehr. Ich kann das ja mal eben ausprobieren. Ich nehme hier einen Stick. Übrigens, das ist auch so ein Bug, dass ich 600 Sticks habe. Es geht eigentlich nur 64, ist aber halt ein Bug. Oh, wo ist denn meine Kohle? Ah, guck, und wenn ich jetzt das stacken will, geht das nicht. Er verweigert sich dem. So, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Lump of Coal. Ja, Stick. Und Lump of Coal. Oh, Coal Torch. 10 Stück? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie kräftig sie am Fackeln ist. Man sieht keinen Unterschied. Boah, diese Coal Torch ist aber sowas von hell. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum, ob die jetzt heller ist. Keine Ahnung. Würdet ihr sie heller einschätzen? Nee, ne? Die ist einfach genau gleich. Ich glaube, sie ersetzt einfach diesen Stoff. Weil ich den Stoff halt, den muss ich halt finden und Kohle muss ich zwar auch finden, aber ich glaube, es gibt mehr Kohle in dem Spiel als Stoff. Und ich weiß nicht, ob ich Stoff auch herstellen kann. Vielleicht spielt er durch Schafe oder sowas. Weil ihr habt gesehen vorhin, ihr habt vorhin gesehen, diese Viecher, hier die Rehe und Schweinchen und so, die droppen ja nur Fleisch und kein Fell oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Schafe oder so. Ich weiß es nicht.
Hau auf den Stein. Hau ihn kaputt. Mach ihn tot. Ein bisschen was trinken. Und er wird direkt... Zack! Er ist der Hulk. So, wir haben jetzt gleich soweit, irgendwie kurz nach 7 oder so, fangen sie an, nicht mehr so krass zu sein. Dann können wir eigentlich draußen looten und dann würde ich nämlich dann auch die Folge damit beenden. Das heißt, ihr habt hier schon mal einen ganz geilen Anhalt, dass ihr jetzt... Ihr seid auch hier unten sicher. Wenn ihr genug Essen und Trinken habt, so wie ich jetzt, kein Problem. Ihr könnt locker 2 Tage hier unten am Minen sein. Das ist alles easy. Ihr könnt hier schon mal euch einen kleinen Bunker... machen. Ihr könnt euch Waffen halt herstellen, beziehungsweise könnt euch schon mal hier so einen kleinen Bunker. Der Bunker ist auf jeden Fall am sichersten. Ich würde auch sagen vor PvP, weil die Leute können ja nicht sehen, wo ihr reinkommt, beziehungsweise sie können halt rumbuddeln und so. Aber okay, das merkt ihr ja. Also wenn ihr eine Festung habt, ist es eventuell, wenn ihr oben eine Festung habt, auf dem Boden, ist es natürlich schwierig, das ganze Ding zu verteidigen. Und halt die Zombies sind auch die ganze Zeit am Start. Hier habt ihr wenigstens ja die ganze Erde über euch und vielleicht sogar kriegen sie es nicht direkt mit, dass ihr da seid. Wenn ihr unten das Tunnelsystem ein bisschen ausbaut, mit vielleicht Dynamit oder irgendwelchen Fässern, könnt ihr dann etwas mehr wegsprengen. Das werden wir dann auch noch machen. Zack! Und ja, aber es macht natürlich total Spaß, irgendeine Festung zu bauen. Vielleicht später auch noch mit PvP in Verbindung. Bottled Water. So. Ich werde jetzt gleich die Folge beenden. Wir haben 7:30, ich glaube, es ist es nämlich soweit. Wir haben genügend Zeug. Wir haben Eisen, wir haben Kohle, wir haben noch immer noch Holz. Deswegen meine gesammelten Tipps ganz zum Schluss. Direkt Holz. 2-3 Stämme braucht ihr auf jeden Fall, also so viele, so wie ich vorhin dann gesammelt habe. Ihr braucht Scrap Metal für die Eisenbarren. Ihr müsst direkt versuchen, Essen und Trinken, ganz wichtig, zu finden. Und dann direkt, wenn es so um 7, 8 Uhr, dass ihr dann versucht, eure Mine dann zu bauen, einfach nach unten buddeln, dann die Eingänge verschließen, dann könnt ihr einfach die ganze Zeit buddeln. So kriegt ihr Steine für eure erste Festung oder wenn ihr euch irgendein Haus aussucht, wo ihr dann rein möchtet, was ich euch aber allerdings nicht empfehle, weil die Zombies einfach da auch in der Nähe spawnen. Ihr habt ja auch vorhin gesehen, überall im Feld war eigentlich fast gar nichts los und dann kommt ihr zum Haus und da sind einfach total viele Zombies. So. Jetzt sind auch viele Zombies über mir, aber die kann ich, wenn ich dann gleich hochgehe, ja, schieße ich die dann weg und vielleicht mache ich sogar so eine Bezäunung dann rum oder so, dass sie einfach dann nicht die ganze Zeit über mir dann sind, ne? In diesem Sinne, liebe Leute, viel Spaß mit 7 Days to Die. Kommt bei meinem Kanal vorbei, addet mich da, liked mich, abonniert mich, schreibt mich an, kommt bei Facebook vorbei und kommt auch beim Forum vorbei, 7daystodie.net. Dieses Forum ist mein Kooperationsforum, mit denen habe ich eine kleine Kooperation am Start. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.